Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Ori and the Will of the Wisps und ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Ich muss nur ganz kurz eine Sekunde warten, weil sonst... Ah, das passiert nämlich dann, dass die Kartoffel einfach ausgeblendet wird. Aha. Mein Gott. Okay. Aber wo müssen wir das Ding hinbringen? Frage ich mich. Ich frage mich, wo muss es hin? Eine Idee habe ich, wo auf jeden Fall, wo ich eines benutzen kann. Das war nicht das Gewollte. Ich bin nicht hoch genug, um das da hinten. Ich dachte, vielleicht kriege ich den... Ich weiß es nicht, was wir damit machen können. Leider. Ich dachte, ich könnte die Eiswand da vorne kaputt machen, aber das wird wohl nichts. Was wir machen können, ist natürlich, wir können... Ne, Durchfall A. Habe ich gerade richtig gesehen. Und wir können natürlich das... warte mal, ist das hier das Ding wohl? Nee. Den kriegen wir schon mal, das ist schon mal schön. Aber das, der Rest wird ganz schön schwierig, glaube ich. Nee. Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. Ich kann damit nichts anfangen. Natürlich ist der Typ unten immer wieder respawnt, der jedes Mal, wenn wir hierher gehen. Natürlich tut er das. Wie soll es auch anders sein? Kann man ihn vielleicht von hier anfeuern, dann kommt er in die andere Richtung? Nee. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist das hier. Weil, warte mal, dass ich hier... Aber okay, das Eis... Ah, das sieht so ein bisschen aus, als wäre da so an einer Stelle ein bisschen das Eis ein bisschen anders. Das ist hier ein bisschen nervig, die Situation. Wenn ich ganz ehrlich bin, ganz schön nervig gerade. Nee. Ah, okay. Wir können es direkt hier unten hinstellen. Okay. I see. Ui, das Wasser ist hier. Ui, jetzt ist hier auch ein Wasserfall und alles. Wie schön ist das denn? Okay. Hier unten ist nichts, okay. Okay, wir haben alles gesammelt, ne? Ich glaube schon, ja.
Lichtstrahl. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt, um sie mit X, Y oder B zuzuweisen und wirf eine Feuerkugel, um alles Mögliche zu schmelzen. Ab jetzt müssen wir nicht mal selber. Also ab jetzt müssen wir das Feuer nicht mehr hier mit Wind wachen und so, sondern ab jetzt können wir das Feuer selber machen. Tullis Hütte haben wir gefunden. Da ist noch ein Samen drin, ne? Das hat er uns erzählt. Okay. Moment, dann machen wir das mal eben auf. Ah, Tür geöffnet. Einen mysteriösen Samen. Ja, ich wollte wieder raus. Ah, das Spiel schön. Ah, im Brunnen ist eins drin gewesen, okay. Was ist jetzt der gewollte Weg, den wir da nach oben nehmen? Ist das hier dann drüber? Ah, das ist wie im ersten Teil. Ja. Wir können es an jeder Stelle, wo wir wollen, dashen, was unglaublich viele wieder aufmacht. Jetzt zum Anfang des Gebiets. Kann ich den Ofen hier auch anschmeißen? Nee, aber wir können das hier machen. So, wir haben wieder genug Erz für einen Bauvorhaben. Weil ich gerade ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, wo man alles Erz herbekommt. Irgendwie fehlt es noch einiges. Irgendwo muss es ja sein. Das war jetzt nicht sehr klug. Mal eben kurz heilen. So, jetzt haben wir das auch alles. Können wir da zum Speicherort gehen? Wunderbar. Müssen wir überhaupt hier oben lang? Nee. Nee, wir müssen unten lang. Zu lange nachgedacht. Aber alles halb so wild. Wir haben jetzt wieder alles voll aufgeladen. Von daher. Geht nur von der anderen Seite, okay. Nee, doch. Wir müssen unten lang, okay.
Das war jetzt ein komischer Kampf. Ich gib's zu. Ich glaube, wir können einfach das machen. Ah, das tötet ihn aber nicht instant. Okay. Ah. Da rechts ist was. Ihr habt's auch gesehen. Das ist es aber nicht. Was riecht hier nur so? Ist das, kann es sein, würzige Mohrmuschelsuppe? Oh, danke, danke, danke. Ich bin gerettet. Was für eine Suppe. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Er bietet ausgezeichneten Schutz vor der Sonne. Ein gewünschter Hut. Das ist das Tauschquest weiterhin. Okay. Ah, ich wollte gerade sagen, wir kommen hier nicht mehr hoch. Aber doch, doch, wir kommen hier hoch. Falsche Taste gedrückt. Ich habe aber echt ein bisschen, ich bin echt ein bisschen perplex, dass wir hier nicht durchkommen. Wie kommen wir zu der Lebenszelle dahin? Das ist die große Preisfrage. Ne, kommen auch nicht von der Seite. Wir müssen da einen Mechanismus betätigen. Wie es ausschaut. So. Ich sehe den Mechanismus. Das dachte ich mir schon fast. Okay, die Tür ist jetzt offen. Wir müssen da aber nicht reingehen. Wow. Ich bin tot. Ich weiß, wie ich jetzt da hinkomme, auf jeden Fall. Das sehe ich gerade. Aber krasses Rätsel. Ich dachte nur ganz kurz, ja, vielleicht kann man das ja, aber ich dachte nicht, dass es funktioniert. Deswegen war ich so erschrocken. Ich glaube, das muss man auch nicht machen. Also, es ist nicht notwendig, glaube ich, um hier weiterzukommen. Nice. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass hier oben auch noch was ist. Seht ihr das? Da oben sieht es so aus, als können wir da durch. Ich glaube, da ist nichts. Aber ich glaube, das muss man doch machen, um weiterzukommen. Interessant. Ich glaube, hier müssen wir das erstmal Feuer ausmachen, kann das sein?
das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay. Das war mal das Wichtigste erstmal. Insta-Death? Ich hatte doch noch Leben, oder? Als ob ich jetzt gerade kein Leben gehabt hätte. Ich kann nicht mehr schießen. Kann ich schießen? Was ist denn hier los? Das hat gerade eben einfach beim ersten Mal schups funktioniert und jetzt so Probleme. Was ist denn hier los? Ja, ich bin tot. Jetzt wirft er einfach nicht mehr, seht ihr das? Und jetzt kann er nicht mehr werfen. Da, er wirft nicht. Hä? Das Lustige ist, kosten tut es mich das aber. Meine Energie ist runtergegangen. Die Kosten habe ich bezahlt für den Spaß, aber geschossen hat er nicht. Ja, ich glaube, ich kann schon wieder abbrechen. Hat doch mal so gerettet hier. Lichtbruch, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Spalte Lichtstrahlen in 3 Strahlen auf. Okay, das ist auch eine coole Fähigkeit. Frag mich, ob es notwendig ist. Das Feuer hier auszumachen. Ich glaube, ja. Ich glaube, das haben wir machen müssen, ne? Glaube schon. Um hier weiterzukommen. Oh, nee. Wow.
War's das? Puh. Okay. Oh, Windmarsch. Aber erstmal unten gucken. Oh. Das ist das Speed-Ding, aber das ist das, das ist der Anfang und nicht das Ziel. Ah, und das... Da ist der Anfang und da ist das Ziel? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja dann total dumm. Oder war das ein Kampfding hier? Wir laufen auf jeden Fall den Weg hier lang und machen das. Wer wäre ich, das jetzt hier nicht zu machen? Das optionale Ding. So. Ich glaube, das... Nee, das ist wirklich... Hey. Achso, ich muss ganz schnell, glaube ich, die vier Steine sammeln. Das kann es sein, ne? Die Tür ist dann wieder zu. Oder? Ja, okay. Sonst wäre es witzlos gewesen. Shit, ich hab verloren. Nur bei einer, zwei Sekunden oder so. Wir versuchen es nochmal. Diesmal streng ich mich mal ein bisschen mehr an, mich nicht treffen zu lassen. Weil das Treffen lassen, das ist das Schlimmste für den Speed. Okay, können wir das nochmal abbrechen? Können wir das abbrechen? Ja. Wenn ich schon weiß, dass ich verkackt habe, dann kann man auch abbrechen. Das war nicht gut. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich hasse es. Oh, das ist wirklich ein knappes Ding hier. Das ist einer der letzten, glaube ich, Speedrun-Dinger. Oh, ich bin falsch. Das ist das Problem, wenn man ein bisschen gestresst ist.
Und geschafft. Nice. So, ich überlege gerade, ob ich mal ganz kurz hier runtergehe, weil da ist nochmal ein Erz. Vielleicht können wir das auch noch holen. Ach, das ist hier. Ah, das kann ich aber jetzt wirklich holen. Glaube ich. Geht die Tür jetzt auf? Ah, wir können unten runter. Und durchschwimmen, ne? Ah, das ist ein Kristall gewesen, kein Erz. Wandle Nahkampfschaden in Energie um. Das ist auch cool. Wir haben ziemlich krasse Splitter mittlerweile. Wie sah das denn jetzt gerade aus? Eieieiei. Die Frage ist nur, kommen wir da jetzt wieder hoch? Nee, ne? Wir müssen uns jetzt teleportieren. Aber das ist ja nicht so schlimm. So weit ist es nicht. Von hier aus. Wir haben jetzt auch 90% des Gebiets hier abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob der letzte wirklich das hier ist und dass die letzten 10% sind. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Oder ob wir noch etwas anderes vergessen haben. Oder ob das vielleicht dazu zählt. Nee, tut es nicht. Keine Ahnung. Wir haben bestimmt auch was verpasst. Was wir nicht sehen können. Müssen wir unten lang? Ja, ne? Nee, da kamen wir her. Okay, dann können wir uns wieder teleportieren. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo wir lang müssen. Ach so. Ah. Man kann das nicht schwächer werfen, das ist ein bisschen blöd. Letztes Mal sind wir damit hochgegangen. Okay. Jetzt klappt's. So. Was uns aber da oben erwartet, das erfahren wir erst im nächsten Part. Bis dann haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.